Herzliches Hallo an euch. Mein Name ist Peggy Schmar. Ich bin Homöopathin und Tierhomöopathin und möchte euch in dieser Serie Arzneimittelbilder in der Tierhomöopathie näher bringen. Graphit, da gehen wir nochmal ganz zurück zum Ursprung, nämlich Graphit, manche kennen es auch unter Reisblei, ist eigentlich so, ja, das reine Kohl, der reine Kohlenstoff oder eine Modifikation des reinen Kohlenstoffs. In der Natur kommt es in vielen Gesteinsschichten vor, Gneis, Schiefer, auch Marmor enthält Graphites. Und wie ihr hier auf diesem begleitenden Bild sehen könnt, habe ich mal ein Stückchen Gestein, das sehr graphithaltiges fotografiert. Da seht ihr, das ist so in Schichten aufgebaut. Und genau mit diesem Bild, den Schichten des im Gestein, sind wir schon mittendrin im Arzneimittelbild. Nämlich das ist ganz typisch, was wir Graphites auch erkennen können beim Tier. Weil es gibt natürlich viele, auch wie wir Homöopathen sagen, Gemütszeichen und Besonderheiten, auch wieder die große Empfindlichkeit, die auch andere Kohlenstoffverbindungen zeigen, wie Calcium, Carbonicum, wie Kalium, Carbonicum oder eigentlich ja alle die anderen Arzneimittelbilder, die ich euch in dieser Serie jetzt zu Beginn vorgestellt habe. Also oft ist da eine große Empfindlichkeit enthalten, was man zuerst gar nicht so annehmen möchte, denn ähnlich wie die anderen Kohlenstoffverbindungen ist auch Graphit gerne etwas grobknochiger, etwas plumper, würden manche sagen, oder sogar neigen zur Fettleibigkeit, zum Adipositas. Das kennen wir auch von Calciumcarbonicum, von Kaliumcarbonicum und vielen anderen Kohlenstoffverbindungen. Ihr müsst euch vorstellen, dieser Kohlenstoff, ja, der erdet sehr stark diesen Anteil der Lebenskraft, bringt den wirklich auf die Erde sehr stark und anders als eben ein luftiges Phosphorhündchen sind Kohlenstoffanteile eher sehr erdig. Also das sind Tiere auch wieder wie wir es bei Calcium hatten. Kaltblüter, ja, zum Beispiel das Kaltblutpferd oder große, massige Hunde, die sich eher langsam bewegen. So, das könnte auch ein Graphitesbild sein. Zurück zum Gestein. Dieses Bild, was ihr da oben seht, das ist auch ganz typisch, was wir auch brauchen. Beim Tier brauchen wir, da haben wir ja nur die Möglichkeit der Beobachtung. Sehr viele Gemütssymptome, wenn sie nicht sehr eindeutig sind und sehr eindrücklich vom Tierhalter beschrieben werden, da landen wir ja schnell beim Interpretieren. Das heißt, wir müssen uns auch wirklich sehr gut auf unsere Beobachtung verlassen und zu einem Graphitesbild fast immer oder eigentlich immer haben wir wirklich auch Hautthemen, Hautausschläge, die sich in ähnlichen plattenförmigen Erscheinungen, die sehen so aus wie solche Platten eben, wie der Urstoff auch. Ich habe euch einen Elefanten abgebildet. Ihr wisst, die Elefanten haben angeblich eine dicke Haut, auch eben mit diesen Falten oder es gibt auch bestimmte Hautausschläge, die sich so nennen, eine sogenannte Elefantenhaut. Es gibt also so dicke Schichten und ich gebe euch noch mehr Qualitäten. Also das können Ekzeme sein, die interessanterweise honigartige, eine Substanz absondern. Ich habe sowas zum Beispiel schon öfter gesehen bei Pferden, wenn die sehr stark von Insektenstichen malträtiert sind, dass diese Stiche wirklich diese honigartigen, klebrigen Absonderungen zeigen. Es sind auch oft so borkige Ekzeme, also borkig, die eben dann so plattenförmig abblättern manchmal, sogar wie auch eben die oft auch Krallen, Fußnägel von den Tieren, die auch so abblättern, wie wir es manchmal bei alten Tieren sein, bei ganz alten Katzen, wo das Horn dann richtig auch
übermäßig, das Hornwachstum übermäßig auftritt. Allgemein kann man sagen, können Krallen- oder Nagelwachstumsstörungen ein Hinweis auf Graphit sein. Wir haben also honigartige Absonderung, ein borkiges Aussehen, auch so richtig verklebte Krusten. Dann ist ein weiteres Hautthema so verknotete Narben. Also wenn es mal irgendwie eine Verletzung gab, die Narben werden so richtig knotig und es gibt sogenannte Narbenkeloide. Zur Differentialdiagnose hätten wir hier zum Beispiel Silicea. Also Silicea kann in seinem Haut, in den Hautzeichen sehr ähnlich sein und hat eben auch so, wir kennen das beim Tier unter wildes Fleisch. Ja, habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen. Da muss ich es also zu Silicea differenzieren. Und nochmal zu diesem Elefantenbild. Ja, das ist so, ich habe sogar gelesen in der Literatur mal, manche Homöopathen bezeichnen Graphit als den tanzenden Elefanten, also diesen vermeintlich Dickhäuter, der so ein bisschen plump daherkommt, aber doch sehr fein und vor allem sehr leicht erregbar und empfindlich ist in seinem Inneren. Alles ist so ein bisschen verlangsamt, sei es jetzt der Kotabsatz, die hormonelle Entwicklung, da ist es auch wieder ähnlich. Und ist oft eine Ergänzung oder wir nennen das in der Homöopathie eine komplementäre Verschreibung, ganz ähnlich wie Pulsatilla, die Küchenschelle. Das hat auch so eine oft langsame Entwicklung. Die Jungtiere sind eher langsam in ihrer Entwicklung. Die Pubertät kommt spät, die Hormondrüsen sind ein bisschen langsamer dran wie sonst. Also alles eher langsam. Da könnte man es also auch wieder mit Calciumcarbonicum verwechseln, weil das braucht ja auch so seine eigene, ja, hat so sein eigenes Zeitempfinden, braucht so seine eigene Zeit, um die Dinge zu tun. Das können wir dann eben in der sogenannten Materia Medica, unseren gesammelten Schätzen, wo all die Prüfungssymptome, da kann ich vielleicht gleich noch was dazu sagen, also wo all die gesammelten Prüfungssymptome aufbewahrt sind und die uns dann als Informationen für den Kranken, für das kranke Tier zur Verfügung stehen. Wir verschreiben ja in der Homöopathie nach der Ähnlichkeit. Das heißt, wir vergleichen das Krankheitsbild des kranken Tieres mit dem Arzneimittelbild. Ja, und diese Informationen, zum Beispiel auch diese kurzen Darstellungen, wie ich sie euch jetzt gebe, da gibt es natürlich wesentlich mehr und noch viele andere Körpersymptome, aber so die wichtigsten, manchmal nennt man sie auch Leitsymptome, die uns also zu einem Arzneimittelbild hinleiten, die möchte ich euch in kurzer Form hier wiedergeben. Was auch noch mal zum Stoff Kohlenstoff Graphites in seiner ja fast Reinheit kann man sagen bekannt gemacht hat, sind früher Bleistifte. Also dieses, ihr wisst, wenn ihr mit einem Blei, heute sind die nicht mehr aus Blei, sowieso nicht. Und aber daher rührt noch der Name Bleiglanz, denke ich mal, Reisblei, das ist dass der Inhalt eines Bleistifts relativ leicht bricht und ziemlich weich ist. Und früher hat man da wirklich so Kohlenstoff, eben Graphit dafür verwendet, um die ersten Bleistifte schon in alter Zeit herzustellen. Und wenn man da das eben auf den Stiel, eben aufs Papier oder aufs Pergament oder was man damals hatte, gedrückt hat, blieb eben so eine grauschlierige Spur hängen und das verdanken wir eben diesem relativ weichen, brüchigen Kohlenstoff. Und ja, das ist vielleicht noch interessant. Jetzt Graphit ist eher reaktionsarm und wenn das jetzt ja doch diese verwesenden Pflanzenanteile in grauer Vorzeit, die durch sehr viel Druck entstanden sind diese Pflanzenfasern, diese Faulschlamm, wenn es da hohe Temperaturen gab, früher ja noch zu Zeiten von vermehrten Vulkanausbrüchen und so weiter, denke ich jetzt mal, dass daher die Temperatur herkommt und ganz viel Druck, dann konnte eben sowas entstehen
Und das, wie gesagt, sind wir wieder beim Ursprung des Lebens, der Kohlenstoff allgemein. Drum Kohlenstoffverbindungen. Ich stelle euch ja hier die wichtigsten vor für den Anfang des Lebens oder auch für das Vergehen des Lebens. Dieser organische Stoff ist durch ganz viel Druck und hohe Temperatur entstanden. Und wenn man das jetzt noch weiter treibt, ganz extrem hohe Temperaturen, ich glaube 3000 Grad oder so, dann kann man den Kohlenstoff umwandeln in einen Diamanten. Und das ist doch spannend, weil da haben wir eigentlich ja genau so ein Gegenpart, wieder so eine Polarität zu Graphit, das so ganz eigentlich einfach aufgebaut ist in so plattenförmigen Strukturen und Kristallformen, und dann der Diamant ja mit feinen, auch wieder dann geschliffen wird, in so feinen Strukturen. Und das ist also ganz interessant, was ja auch modern ist in letzter Zeit. Bei Verstorbenen, egal ob jetzt Mensch oder beim Tier, gibt es es vielleicht auch schon, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Der wird dann verbrannt und eben mit sehr hohen Temperaturen manchmal diese Ascheüberbleibsel dann in einen Diamant gepresst. Ein Homöopath, Nash, hat das mal so beschrieben: Graphit heilt Beschwerden vielerlei Art, wenn zwei Dinge vorhanden sind: die eigentümliche Neigung zur Fettleibigkeit und die charakteristischen klebrigen Ausschläge. Jetzt freue ich mich, wenn ihr diese Serie abonniert oder meinen Kanal abonniert, und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Dank oder hören wir uns nächste Woche wieder, muss ich sagen. Danke euch fürs Zuhören. Tschüss.